Willkommen zurück in der E-Bike-Zone. Heute haben wir für euch wieder ein Himmelweg-Bike dabei, und zwar das Modell Zebra. Das Zebra ist quasi der Nachfolger von dem Crosser und hat verstärkte Innenrims und einen verstärkten Motor. Jetzt packen wir die Kiste mal aus, bauen es zusammen und zeigen euch, was alles an Bauteile dabei ist. Diesen China-Böller wieder am Start. Wird mit dabei sein. Mit meiner Paste Grundschulschere. Ah, schau mal hier, hier haben wir den Sattel. Okay, wir haben den Hobel jetzt ausgepackt aus dem Karton. Die 40 Kilo von dem Fahrrad lassen sich nicht so alleine heben. Da brauchst du schon einen zweiten Mann. Genauso wie beim Auspacken. Die ganzen Kabelbinder abmachen und so, da brauchst du eine gescheite Schere auf jeden Fall für. Was ist mit deiner passiert? Ja, meine Schere hat den Geist schon aufgegeben. Oh Mann. Nicht zu empfehlen. Ja. Besser also Cutter. Bastelschere arbeiten. Keine Bastelschere, Jungs und Mädels. Zum Montieren wird euch wieder einen super Multitool mitgeliefert. Die benötigen Schrauben. Ein. Weiß ich gerade auch noch nicht was. Flaschenhalter? Nee. Ah, nee, das ist der Käfig für die Schaltgruppe hinten. Damit dann, wenn es umfallen sollte, dass quasi der Umwerfer geschützt ist. Genau. Pedalen haben wir dabei, links sowie rechts. Die Vorderradlampe. Die Achse. Für vorne vermute ich. Ein paar Sticker. Eine Cappy. Und was haben wir hier noch? Das wird wahrscheinlich das Ladegerät sein, vermute ich mal. So. Was mich positiv überrascht ist, dass die Schrauben mit Loctite sind. Ich weiß nicht, ob es Standard inzwischen ist, aber... Kannst du mal für die Unwissende erklären, was Loctite ist? Loctite ist so eine Art Knete, das um die Schraube drum gemacht wird. Und wenn du die Schraube dann quasi ins Gewinde reindrehst, dann ist das, wirkt das wie so ein Kleber und die Schraube kann sich nicht von selber lösen. Okay, dann machen wir weiter mit dem Gepäckträger, würde ich sagen. So, jetzt machen wir als nächstes den von mir erst geglaubten Flaschenhalter dran. Nee, Quatsch. Das ist quasi der Schutz hier für unsere Shimano Altus. 7-Gang-Kettenschaltung. Wenn es halt wirklich umfällt, dann fallen da ja, was haben wir gesagt, 40 Kilo wiegt das Rad. Und wenn 40 Kilo auf die Schaltung kommen, dann ist die, glaube ich, schon uppe. Von daher macht das schon Sinn. Wenn man jetzt ein normales Gravelbike hat oder so, dann ist das eigentlich scheißegal. Dann braucht man das nicht. Dann würde ich sagen, da spart man sich das Gewicht. Nicht zu fest. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass wenn ihr das Schutzblech quasi montiert, ihr auch gleichzeitig das Licht montiert. Uns ist jetzt quasi passiert, dass wir das Schutzblech montiert haben und dann die Schraube schon zugemacht haben, an der auch eigentlich das Licht drankommt. Und das wäre halt schon einfach clever, wenn man das in einem Arbeitsaufwand macht. Beim ersten Montieren darauf achten, dass ihr quasi das Schloss aufmacht, weil sonst kriegt ihr den Akku nicht rein. Ihr macht das Schloss auf, drückt den Akku einfach rein und schließt ab. So ist er quasi fest montiert. So, Ladies and Gentlemen, wir haben das Bike zusammengebaut. Gehen wir mal ein paar technische Daten durch. Wir haben ein LG-Akku verbaut, der 48 Volt hat. Dieser 48 Volt Akku betreibt dann den Motor, der hinten drin sitzt. Und der Motor hat 250 Watt, also der schiebt auf jeden Fall gut voran. Die Reichweite von dem Rad beträgt knappe 120 Kilometer, laut Hersteller. Wir haben eine Altus Shimano 7-Gang-Schaltung dran, die für den normalen Gebrauch auf jeden Fall ausreichend sind. Damit kriegt man auf jeden Fall die Alltagsstrecken hin. Wenn es halt mal bergauf geht und der Akku leer sein sollte, wird es schon sportlich auf jeden Fall. Aber wenn der Akku voll ist, ist es kein Problem damit, die 100 Kilometer voll zu machen. Wir haben eine LED-Lampe verbaut mit zwei LEDs und einem Rücklicht. Der Strom wird quasi aus dem Akku auch genommen. Wir haben kein extra Dynamo. Das Bike macht man hier über das Cockpit an. Hier hatten wir unsere Steuerungszentrale. Den Anknopf ein paar Sekunden gedrückt halten. Dann fährt der Bordcomputer hoch. Und hier sehen wir jetzt unseren Akkuladestand, unsere Geschwindigkeit, unsere Tageskilometer. Und hier oben ist quasi, in welchem Unterstützungsmodus wir fahren. Das ist jetzt Unterstützungsmodus 1. Hier auf der Plus-Taste können wir die Unterstützung durchschalten.
Es geht hoch bis 5. Das ist dann quasi voll unterstützt. Und man kann es auch komplett ausmachen. Also wenn man dicke Beine haben möchte, kann man auf dem Ding auch gut trainieren. Hier auf dem Infoknopf können wir dann quasi noch unsere verschiedenen Modi durchgehen. Das ist quasi die Kilometerzahl, die wir an dem Tag fahren. Die kann man bestimmt auch zurücksetzen. Das ist die maximale Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit. Das Licht können wir hier drüber auch steuern. Machen wir an dem Knopf hier an. Dann leuchtet hier oben auch wieder. Genau. Soll ich nochmal an und ausmachen? Also an ist es jetzt auf jeden Fall. Du kannst gerne auch mal ausmachen. Nochmal aus. Aus und wieder an. Jetzt schauen wir mal, wie es hinten aussieht. Das sieht man jetzt bei Tag natürlich nicht so gut. Nee. Aber. Nein. Ah ja, ah ja, okay. Hier haben wir unsere Schaltung von der Shimano 7 Speed. Hier kann man rauf und hier schaltet man runter. Klingel haben wir auch dabei. Ja, bei der Schaltung sollte man echt nochmal dazu sagen, wenn der Akku leer ist, dann macht es, glaube ich, wenig Sinn, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Also immer darauf achten, dass der Akku voll geladen ist. Ich glaube, die Ladezeit von dem Akku gibt der Hersteller mit 7 Stunden an. Also schon recht lang, aber ist ja auch ein dickes Ding, was da drin ist. Das Rad insgesamt wiegt knappe 40 Kilo. Wir haben einen Alu-Rahmen verbaut mit Tiefeinsteiger, also quasi auch für Frauen oder ältere Leute geeignet auf jeden Fall. Es ist wirklich sehr entspannt, ein- und aufzusteigen. Das Bike ist für eine Körpergröße zwischen 1,65 und 1,95 ausgelegt. Ist quasi eine Unisex-Größe, also beim Kaufen muss man nicht darauf achten, welche Größe man kauft. Man hat quasi immer eine Größe. Sattel ist mit einem Quick-Lease ganz schnell verstellbar, wenn jemand Kleines fährt oder wenn dann wieder eine andere Person fährt, kann man auf jeden Fall, hat man viel Spiel. Da kann man schon schnell das Rad auf die jeweilige Größe anpassen. Die Bremsanlage, die wir hier verbaut haben, ist eine Tektro, eine hydraulische Scheibenbremse. Mit 180 mm Lochkreis, also die hat gut Power, dass man schnell zum Stehen kommt. Der Motor in dem Bike sitzt hinten, ist ein 250 Watt Nabenmotor. Wir haben uns gefragt, was hier noch drin verbaut ist. Hier lässt sich Hemiway die Option offen, einen Mittelmotor noch zu verbauen in künftigen Modellen. Bei dem Modell ist es aber so, dass quasi der Motor in der Hinterachse sitzt und ein Hinternabenmotor ist. Hier haben wir noch die Option, quasi den Motor am Bike zu laden. Bedeutet, wir müssen den Akku nicht rausnehmen, stöpseln einfach da das Ladegerät an und können dann quasi das Bike in der Garage oder wo auch immer auch aufladen. Das Rad ist eine Mischung aus Mountainbike und Stadtrad. Die Mountainbike-Gene kommen auf jeden Fall bei dem 26 Zoll Reifen raus und den massiven Fatbike-Reifen, die noch drauf sind. Die Geometrie vom gesamten Rad erinnert halt eher an den Stadtcruiser. Und ist daher auf jeden Fall auch für bequeme Ausfahrten geeignet. Für den Fahrkomfort haben wir im vorderen Bereich eine 110 mm Federgabel verbaut, die man auch noch justieren kann und einstellen kann. Hinten haben wir keine Federelemente verbaut, aber bei den dicken Reifen ist der Komfort auf jeden Fall gegeben. Bei dem Rad haben wir eine Zuladung von 175 Kilo. Und können auf unserem massiven Gepäckträger hinten noch ein Kind mitnehmen. Das hält er auf jeden Fall aus. Oder wir packen halt Satteltaschen dran und können dann unsere Einkäufe oder sonstige Gegenstände noch mitnehmen. Soweit haben wir euch das Bike jetzt einmal vorgestellt. Wir werden damit jetzt eine Runde drehen und dann erzähle ich euch das Fazit, wie das Bike so rollt und wie so der Komfort ist. Was noch auf jeden Fall zu erwähnen ist, dass wir wie bei allen anderen Hemiway Bike auch eine Schiebehilfe mit verbaut haben. Die Schiebehilfe aktivieren wir hier quasi über unseren Gashebel. Und wenn wir den quasi vorziehen, dann merkt man, das Bike will direkt losfahren. Es hilft halt natürlich auch beim Anfahren, wenn man drauf sitzt, gerade bei Steigung. Dann kann man den Gastrigger ein bisschen schieben und schon geht's vorwärts.
ja, fährt sich erst rein. So. Der Motor hat auf jeden Fall gut Power. Wenn man in Stufe 1, 2 losfährt, dann merkt man erstmal nicht viel. Aber wir haben sogar ein Bremslicht, sehe ich gerade. Wenn wir die Bremse ziehen, blinkt unsere Hinterlampe und signalisiert dann quasi unserem Hinterfahrer, dass wir anhalten möchten. Genau, zum Motor. Ab Stufe 2 schiebt ihr auf jeden Fall richtig gut ein Vorwärts. Stufe 1 merkt man schon auf jeden Fall, dass man viel Power noch braucht, um das Bike vorwärts zu bringen. Es lässt sich sehr ruhig fahren. Wenn man losfährt, merkt man auf jeden Fall direkt die dicken Reifen, dass man damit viel Traktion hat. Man sitzt sehr bequem drauf. Die Bremsen kommen gut. Die 180 mm Lochkreis bringt einem schnell zum Stehen. Also ich bin jetzt hier 200 Meter einmal eine Runde mit dem Bike gefahren, um einfach nur mal zu testen, ob alles gut ist. Aber wenn ihr damit länger fahrt, bitte setzt einen Radhelm auf, denn eure Sicherheit geht natürlich vor. Mein Fazit zu dem Rad ist, dass die Beschreibung von Himoway auf jeden Fall zutreffend ist. Sie beschreiben es ja quasi als Mountainbike mit Stadtreiten in einem gemischt. Wir haben auf jeden Fall die Mountainbike-Komponenten dabei. Wir haben die fetten Reifen, die Vorderfederung und dann halt aber gemischt mit der Geometrie von einem Stadtrad, was das Bike wirklich sehr bequem macht und sehr komfortabel. Preis liegt das Rad bei 2.300 Euro. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Da einfach mal vorbeischauen, wenn ihr euch das Rad zulegen möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Fahren.